Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ihr habt es am Titel vom Video wahrscheinlich schon gesehen. Ich möchte hier das Pedelec, was mir der Leo geschenkt hat, möchte ich mal mehr oder weniger umbauen zu einem Reisepedelec, falls es überhaupt möglich ist. Ja, und warum möchte ich das machen? Eigentlich hat die Sabine ja das Radfahren sollen, wie auch immer. Aber die Sabine mag das Rad gar nicht, die kommt damit nicht so richtig zurecht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kann ich sie auch mal umbauen und kann mal versuchen, damit eine Tour zu machen. Ja, und warum will ich das versuchen? Weil ich es einfach versuchen will. Ich will einfach mal sehen, wie ist es, wenn man mit einem Pedelec, mit einem E-Bike auf Tour ist, auf einer längeren Tour, sprich mit Zelt, mit Gepäck. Und das geht natürlich nur, wenn man das Teil halt dementsprechend auch sich hinrichtet, dass man das auch machen kann. Hier hinten der Gepäckträger habe ich ja schon angebaut, wo wir das Rad gekriegt haben. Da habe ich ja gleich gesagt, also ein Gepäckträger ist das Mindeste, was ich brauche. Mit Rucksack fahre ich sehr ungern durch die Gegend. Deswegen ist der schon dran, habe ja schon viel gewonnen. Ja, und dann habe ich noch einige Dinge jetzt bestellt, die liegen hier auf dem Tisch. Die können wir dann mal angucken und dann erkläre ich euch was dazu. Es ist noch nicht alles da, was ich bestellt habe, aber ein Großteil ist schon da. Ja, das gucken wir jetzt an und dann erzählen wir mal was dazu. Und du hilfst mir, oder? Ja. Ja? Super. Dann habe ich noch einen Gehilfe hier beim Umbau. Also, dann gucken wir mal die Sachen am Tisch an, ja? Das Erste, was ich gedacht habe, was ich wahrscheinlich brauche, ist hier so ein Ersatzakku. Ja, das ist kein Original Bosch, den habe ich, weiß nicht mehr woher, von irgendeiner Akkufirma. Und der kostet 350 Euro, glaube ich. Bin mal gespannt, was er taugt, aber der Original wäre nochmal 100 Euro teurer gewesen. Und ich habe gedacht, ich probiere es mal. Das ist das Erste. Und dann mit dem Lenker, pass mal auf, Melina, ich zeig mal schnell. Der Lenker, der hier dran ist, mit dem bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Das ist viel zu tief für mich. Wahrscheinlich auch, weil das Rad ziemlich klein ist. Ist das 26er und vom Rahmen her ist auch ziemlich klein. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt den Vorbau ändere, probiere ich es erstmal mit einem Trekkinglenker. Ja, das ist der schon eingepackt hier und das wird das Erste sein, was wir mal anbauen. Und wenn das nicht langt von der Höhe her, dann muss ich den Vorbau noch ändern. Was ist das Nächste? Genau diese Ortlieb-Tasche vom Winterbike, was jetzt die Melina eigentlich fährt. Die Tasche will ich dann auch immer mitnehmen. Und da habe ich mir hier diesen Clickfix-Dinger da gekauft. Weil das Problem ist hier am, müssen wir nochmal ins Rad, das muss man ja hier befestigen. Und die normalen Aufnahmen von Ortlieb, die passen von der Breite her nicht da rein. Aber von Clickfix gibt es da etwas, wo da auch hinpasst. Ja, das werden wir anbauen. Und was haben wir denn noch, Melina? Dann haben wir noch hier die Rahmentasche fürs Ersatzwerkzeug. Klar, wenn man auf Tour ist, braucht man Flickzeug und Werkzeug. Man hofft zwar, dass man es nicht braucht, aber es ist besser, wenn man es dabei hat. Möchte ich schauen, dass ich die Rahmentasche da hinkriege, dass das passt. Habe ich auch noch nicht probiert. Dann habe ich noch hier für mein Sigma, jetzt müssen wir wieder ins Rad geschwind. Da habe ich ja bisher das Teil dran und das passt mir so auch nicht. Ich will gucken, dass ich hier das direkt drauf batschen kann, das Sigma. Und da gibt es ja was, nämlich das hier, das Teil hier. Und da kann man das Sigma dann direkt so hinmachen, dass das nachher quasi so aussieht. So ist der Plan. Die Probleme werden von selber kommen. Ich bin mal gespannt. Ja, was haben wir noch? Vorne kommt ein Lowrider hin. Das wird die größte Herausforderung geben an so eine Federgabel, weil das passt ja eigentlich alles nicht. Das hier ist für die, wo man es an der Bremse eigentlich festmacht, an der Felgenbremse. Und die neuen Fahrräder haben ja gar keine Felgenbremsen mehr. Das heißt, ich werde es irgendwie hintüdeln müssen, das ganze Teil. Bin mal gespannt, ob es klappt.
Dann habe ich hier noch das Sattelschutz. Ja, das Sattel ist noch nicht da. Ich habe mir mal den grünen, na wie heißt es, der Brooks-Sattel, der B17, der grüne B17 habe ich mir mal bestellt, der ist noch nicht da. Ich hoffe, dass der farblich einigermaßen zu den Taschen passt. Und das ist einfach schon mal der Sattelschutz, wenn man das Fahrrad dann nachts abstellt. Ja, die Teile sind mal da und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Lenker. Melina, tätst du jetzt bitte mal den Lenker abschrauben? Ja, alles klar. Werkzeug hast du, ja? Naja, irgendwas davon. Okay, legen wir los. Melina hat sich gerade gewundert, was da alles an so einem Lenker dran ist. Ich habe gerade einen Pulli angezogen. Ist richtig kalt hier. Und der Lenker fällt gleich. Erster Erfolg. Kamerafrau ist übrigens Melina heute. Sie hat gesagt, ich soll doch lieber schrauben, sie filmt. Machst du super, Melina. Ich mache das nicht so gut hier. Die ersten Probleme tauchen auf, weil wegen dem Akku die Rahmentasche hier nicht hinpasst. Ja, ich habe mir das irgendwie kleiner vorgestellt. Tja, müssen wir nach was anderem gucken. Ja? Mhm. Hab's doch gewusst. Die ersten Probleme kommen beim Zusammenbau. Ja. Akku ist bei allem im Weg, auch mit Fahrradflasche. Ich habe noch keinen so einen richtigen Plan, wo ich hier eigentlich der Getränkehalter anbringe. Ja, anscheinend braucht man im Pedelec nichts zu trinken. Ja. Ja, hoffen wir mal, dass wir mit dem Lenker mehr Glück haben. Naja, reinpassen tut er schon mal. Da bin ich doch echt mal gespannt. Ja, hallo Nero. Soll ich aufmachen? Die Melina hat gerade gesagt, Fahrradfahren ist viel leichter wie Fahrrad bauen. Da kann sie recht haben. Ja, mir wurde immer wieder empfohlen, dass ich das Bedienteil, wenn ich irgendwo stehe, hier wegmache. Ich habe nur ein Problem. Das Fahrrad hatte ja mal einen Sturz und da ist hier dieser Riegel abgebrochen. Das heißt, ich lasse die Schraube drin, sonst fällt mir das Bedienteil eventuell während der Fahrt weg. Und das wäre ja auch nicht gerade so schön. Deshalb lasse ich die Schraube als Sicherung drin. Und dann kann ich es zwar nicht mehr wegmachen, wenn das Fahrrad irgendwo steht, aber es kann auch nicht rausfallen. Ja, ein Tod müssen wir leiden. Okay. Ja, die Celine macht gerade Probefahrt. Die hat gesehen, dass ich den Lenker getauscht habe. Hat sie gleich mal testen wollen. Jetzt sind wir mal gespannt, was sie sagt. Hey Celine, bist du schon wieder da? Und? Wie sieht's? Gut. Wow, was hast du zu mir gesagt? Wie so eine Oma. Lenker wie eine Oma. Du kriegst jetzt echt den Arsch voll, du. Aber besser wie vorher, oder? Ja. Richtig gemütlich, gell? Ja. Kann man jetzt 1000 Kilometer am Stück fahren, oder? Ja. Super. Mach ich weiter, hm? So sieht das Teil jetzt aus. Jetzt machen wir weiter hier vorne mit dem Halter für die Tasche. Bin ich mal gespannt, ob wir das in den Griff kriegen. Na, da sind jetzt hier so zwei Teile dabei, die macht man einfach da einen Lenker und dann muss man hier reinfahren und das verschrauben irgendwie. Sieht recht einfach aus,
und wird dann hoffentlich auch einfach sein und ohne Probleme dann hoffentlich auch heben. So, genau. Dann sind hier Schraubenlöcher und da tun wir es verschrauben. Jetzt haben wir hier noch so einen Seilzug und solche kleinen Nippel, die kommen hier rein, falls ich das schaffe. So, da rein. Und der Seilzug kommt da durch, der kleine. Und dann wird das Ganze mit dem Fahrbau hinten fixiert. Und dass das nicht nach unten kippen kann, wird es damit gesichert. So, jetzt muss ich nur noch da durchkommen, dann passt das. Ja, jetzt ist das hier fest durch das. Dann ziehe ich die Schrauben noch fest und dann gucken wir mal, ob die Tasche so passt. So, sieht doch perfekt aus. Ja? Passt. Melina, bist du zufrieden? Und der Nero hat mich jetzt auch besucht. Ja, hallo? Hallo? Als nächstes gehen wir jetzt das Thema Navigation an. Das heißt, auf die Lenkkopfschraube oder wie das Teil heißt, will ich jetzt mein Navi anbauen. Oder besser gesagt, den Halter fürs Navi. So, viele kleine Teile. Nachdem wir es jetzt ein paar Mal gedreht haben und das Teil hier nach vorne gekippt haben, müsste es jetzt gehen. Jetzt hole ich mal das Navi und dann probieren wir mal. Und perfekt. Melina, was sagst du? Perfekt, oder? Ja. Ja, bist zufrieden. Na, das ist ein Cockpit, da. Wie in der S-Klasse, ja? Ja, ein Großteil haben wir jetzt schon, oder einen kleinen Teil, wie auch immer. Der Lenker ist dran, die Lenkertasche, der Halter haben wir montiert und fürs Navi der Halter haben wir montiert. Und der Nero will spielen hier, aber ich mache jetzt weiter mit den Lowrider. Die Satteltaschen für vorne sind noch nicht da, und, ja, aber die Lowrider probiere ich mal hinzumachen. Das wird, wie gesagt, ein bisschen Bastelarbeit. Ja, du, Ratte. Das sind die Teile hier vom Lowrider. Wie gesagt, die Taschen sind noch nicht da und das muss ich irgendwie hier hintüdeln. Ich werde es so auf die Höhe wahrscheinlich machen. Dann werde ich hier auf die Holmen weißen Filz draufkleben. Hier kommt so eine Rohrschelle von hinten rum und da oben muss ich mit Kabelbinder rumtüdeln. Ja, und hier natürlich noch diese Stange, die da immer hinkommt. Ja, wird man es mal probieren. Ich habe jetzt mal beide Seiten hier fixiert und jetzt werde ich einfach hier oben mal mit einem Kabelbinder das hier fixieren und dann muss ich einfach probieren, passt das, geht es und hebt es vor allem. Ja, das sind jetzt 4,5 mm Kabelbinder. Ich bin mal gespannt.
wie gesagt, ich muss es einfach probieren. Was anderes fällt mir gerade nicht ein, wie ich es vernünftig festmachen könnte da oben. Die Versteifung jetzt hier vorne noch und dann ist das Thema Lowrider auch erledigt. Dann muss ich mir noch Gedanken um die Beleuchtung machen, aber das mache ich heute nicht mehr, da habe ich keinen Bock. Jetzt machen wir das fertig und dann habe ich, glaube ich, das Programm für heute erledigt. Da kann ich ja mal eine Runde noch fahren zum Testen. Also, machen wir weiter. Ich habe jetzt einfach theoretisch mal hier meine Ortlieb-Taschen hingehängt. Das tät schon mal funktionieren. Und wie gesagt, jetzt mache ich noch die hinteren Taschen mal dran. Und dann werde ich mal eine kleine Probefahrt hier machen, wie das Teil sich jetzt verhält. Das Wichtigste hätte ich jetzt fast vergessen. Mein Schlumpf hier, der wird jetzt ein bisschen gequält. Der kriegt zwei kleine Schräubchen von unten in die Füße rein. Na also, alles wieder dabei, dann kann die Probefahrt losgehen. Dann würde ich mal sagen, erste kleine Testfahrt hier mit meinem Reise-E-Bike, Reise-Pedelec, nennt es wie ihr wollt. Ich fahre jetzt los. Ja, so sieht es aus. Schalten wir mal auf Sport. Hä? Akku habe ich ja jetzt genug. Ich will eigentlich nur kleine Runde fahren jetzt wegen Lenker testen. Ja, und ich muss sagen, im Moment, ich fühle mich wesentlich wohler wie vorher, wo der Lenker weiter unten war und so andere Krümmung hatte. Ja, Celine hat es ja gesagt, mein neues Oma-Rad. Ja. Ich habe gerade hier beim Vorbeifahren gesehen, da haben die Landwirte wieder so einen schönen Blumenstreifen gemacht für die Bienen. Super. Hier brummt es richtig. Klasse. Eigentlich wollte ich ja keine Blümle und Bienle filmen, sondern mich ein bisschen hier am Pedelec erfreuen. Ja, läuft ganz gut. Tourmodus drin. Sehr, sehr entspannend.
windig heute. Ich wollte ja eigentlich hoch zur Karl-Meyer-Bank, aber da zieht es bestimmt voll durch. Ich denke mal, auch jetzt hört man es massiv am Mikrofon. Ja, ich werde mir plötzlich am Wald suchen, wo es nicht so arg zieht, und da werde ich dann meinen Radler genießen. So machen wir es. Enttäuschen, das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein. Dazu hänge ich viel zu arg an meinem anderen Rad. Aber ich muss sagen, das gefällt mir jetzt so auch ganz gut. Ist mal was anderes. Kamera steht da auf dem Bänkle und da mache ich jetzt Radlerpäusle. Genau, so sieht's aus. Da war doch noch was. Genau, mein Radler. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Tasche das ist. Aber ich werde es finden. Im Großen und Ganzen bin ich jetzt zufrieden mit meinem Reise-E-Bike, Reise-Pedelec, egal wie man es nennt. Was bisher noch gar nicht geklappt hat. Getränkehalter habe ich keinen Plan, wo ich die anbringe. Da ist das irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt es gerne in die Kommentare. Das nächste Werkzeugtäschle, Rahmentasche, sieht es auch ganz mau aus. Muss ich wahrscheinlich hinten an die großen Taschen, mache ich hinten vielleicht noch zwei Taschen dran. Habe ich ja auch mal ein Video gemacht, diese Zusatztaschen, dass ich das so irgendwie mache. Der Sattel ist noch nicht gekommen, mein grüner Brooks. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das da hinpasst. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Ah ja, schön kühl. Wenn man nicht so weit von daheim wegfährt, dann bleibt das Bier auch so gut kühl, oder besser gesagt das Radler. Ja, das waren die Sachen. Sattel, Werkzeugtasche, Getränkehalter. Was fehlt noch? Ja, mal vorne meine Taschen. Ich hoffe, dass die so gut passen wie die Ortlieb. Dann bin ich zufrieden. Wenn nicht, werde ich die VD zurückschicken und werde mir halt von Ortlieb dann die teureren kaufen. Da kosten die Frontroller, oder besser gesagt die kleinen Taschen, die kosten da glaube ich 120 Euro. Ein Paar, wohl bemerkt nicht eine, sondern ein Paar. Ja. Okay. Die von VD habe ich so 80 Euro bezahlt, habe ich vielleicht schon gesagt. Und ja, mehr gibt es glaube ich im Moment nicht zu sagen. Wenn der Sattel dann kommt und ich dann mal eine Testtour mache, vielleicht mache ich mal ein Wochenende oder so, ich weiß es noch nicht. Dann sehen wir uns wieder hier mit dem Teil. Und ansonsten macht's gut und vielen Dank fürs Reinschauen. Oder gibt es noch was? Ja, genau, eins gibt es noch, genau. Was mich arg beschäftigt ist, ich muss ja mitnehmen den Ersatzakku, das Ladegerät, und dann muss ich mir noch ein Kabel zusammenbauen, so 10 Meter oder 15 Meter, wo ich diesen ECE-Stecker, heißt er glaube ich, diesen blauen Stecker hinmache und hinten so eine Zweierdose oder so, wo dann ins Zelt kommt, um diesen Akku laden. Ja, und das muss ich ja auch noch alles mitschleppen. Also, ob das so arg gut durchdacht war von mir, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich will es einfach mal probieren. Und ich habe mal vor, dass ich eventuell so Richtung Kroatien oder so, wenn das mal wieder gut möglich ist, dass ich das dann mal mit
dem Teil da mal probiere, mal angehe. Ich bin gespannt. So, jetzt aber wirklich Schluss und vielen Dank fürs Reinschauen und noch ein schönes Wochenende. Ich trinke das Bier noch, fahre heim, will das Video noch bearbeiten und hochladen. Und ich hoffe, ihr schimpft nicht wieder, dass ich nicht weitermache mit meinem Nordsee-Küstenradweg. Aber der kommt auch noch, glaubt's mir. Der Radweg bin ich natürlich schon gefahren, das Video kommt noch. Jetzt ist aber wirklich Schluss aus. Cut.